Rund 1 Million E-Autos und Hybridwagen fahren ja bereits durch Deutschland. Hohe Subventionen und Umweltkarten locken die Kunden und Kundinnen an. Doch noch immer gibt es vor allem bei Unfällen ein ziemlich großes Risiko. Was viele nämlich nicht wissen, im Falle eines Crashs können Elektroautos schnell in Brand geraten, zur tödlichen Falle werden. Und das Löschen ist gar nicht so einfach. Eine Erfindung aus Hessen soll es der Feuerwehr künftig einfacher machen. Seitdem E-Autos auf den Straßen fahren, gibt es auch immer wieder diese Bilder, brennende Wrackteile, die sich nicht löschen lassen. Das Problem, die Akkuzellen überhitzen, können immer wieder neu entflammen. Zudem kann die Feuerwehr nur Wasser zum Löschen einsetzen und nicht wie bei Verbrennungsmotoren Schaum, der die Flammen erstickt. So kann es Stunden dauern, bis ein brennendes E-Auto gelöscht ist. Ein Hochvoltblock brennt heißer, als es bisher Benzin getan hat. Das heißt, ich habe eine höhere Reaktionstemperatur im ersten Schritt, die natürlich eine höhere Rauchentwicklung hat und natürlich auch das Elektrolyt als Kühlmittel da drin, was hochgiftig ist. Doch auch wenn das E-Auto gelöscht ist, kann sich in den folgenden 2 Tagen der überhitzte Akku immer wieder entzünden. Daher muss das Wrack dauerhaft unter 80 Grad gekühlt werden. Feuerwehren nutzen einen mit Wasser gefüllten Spezialtank. Problem hier, der Weitertransport. Daher hat die Feuerwehr im hessischen Bad Homburg ein mobileres Kühlbecken entwickelt. Es ist das erste einheitliche Löschkonzept für E-Autos, das Schule machen könnte. Wir haben hier ein relativ einfaches System, das kann sehr schnell geschult werden, mit einfachen Handgriffen bedient werden. Und da ist das Interesse mittlerweile schon sehr groß. Das Konzept also kinderleicht, genauso wie die Idee. Die hatte nämlich die 6-jährige Tochter des Frankfurter Hauptbrandmeisters. Sie hatte ein Bobbycar und hat dieses Bobbycar in eine Tüte von einem Hersteller eines Möbelunternehmens reingepackt und hat gesagt, ich lösche das jetzt. Also das war mein erster Step, wie lösche ich so ein Auto. Es kam eigentlich von einem kleinen Kind. In den kommenden Wochen sollen in Hessen mehr als 2000 Feuerwehrleute in das neue Bergungs- und Löschsystem eingewiesen werden.